Jo Leute, CrimeXio, und in diesem Video werde ich euch einen extrem heftigen Fliegenglitch zeigen. Und ja Leute, ihr habt richtig gehört, ich werde euch einen Glitch zeigen, mit dem ihr fliegen könnt. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie einen so heftigen Glitch auf den Next-Gen-Konsolen gezeigt. Wie das Ganze funktioniert, das werde ich euch auf jeden Fall jetzt noch gleich zeigen. Das Ganze funktioniert auf jeden Fall richtig einfach, es gibt überhaupt nichts Schwieriges an diesem Glitch. Aber wie gesagt, dazu auf jeden Fall gleich mehr. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info. Und zwar bin ich jetzt bei einem neuen Unlock All-Store gesponsert. Und das Gute dabei ist, es ist nicht einfach irgendein Modder, bei dem ihr was kaufen müsst und der euch dann vielleicht abziehen kann, dem ihr irgendwie eine Paysafe-Card oder so gibt, sondern das hier ist wirklich ein offizieller Shop, ein offizielles Unternehmen. Hier ist die Website, die könnt ihr jetzt im Hintergrund sehen, und das Coole dabei ist, hier könnt ihr wirklich alles einstellen, was ihr haben wollt. Ihr könnt die Outfits noch auswählen, dann könnt ihr noch die gemoddeten Autos auswählen, die ihr haben könnt. Also ihr könnt euch euren Unlock All so zusammenstellen, wie ihr das haben wollt, und das Ganze ist sogar echt noch ziemlich günstig. Also wer auf jeden Fall Bock hat auf einen Unlock All, also wer ein hohes Level haben will, wer viel Geld haben will und so weiter und so fort, der sollte auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung schauen. Aber ich würde sagen, jetzt werde ich euch erklären, wie dieser Fly-Glitch funktioniert. Alles, was ihr für diesen Glitch tun müsst, ist zunächst einfach mal die Capture-Mission Supermans Playground starten. Dafür braucht ihr mindestens noch einen weiteren Kumpel, denn man muss ja immer mindestens zu zweit sein, um eine Capture-Mission zu starten. Und nein, diese Mission ist nicht von Rockstar Games erstellt. Dafür müsst ihr euch diese einfach zunächst mal aus dem Social Club downloaden. Dafür ist der Link auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Ich denke mal, jedem ist bewusst, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst einfach nur einen Social Club-Account haben und diese Mission dann zu eurem Spiel hinzufügen. Wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, dann geht ihr natürlich in GTA 5 rein und startet diese Mission mit einem Kumpel, und wenn ihr dann da drin angekommen seid, dann spawnt ihr eben hier auf so einer Luftplattform, und da sind überall diese Container und Windräder, und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Und zwar müsst ihr jetzt hingehen und zu einem von diesen Containern und Windrädern hingehen, und ihr seht, diese Windräder drehen sich von unten durch die Container durch, und diese müsst ihr nutzen, um euch in die Luft zu schleudern. Ich habe so 3-4 Versuche gebraucht, bis es funktioniert hat, aber ist im Prinzip nicht schwer. Ihr geht also hin, stellt euch vor den Container und lauft jetzt hier auf diesem Container, auf diese Rampe quasi, auf diese Müllrampe in den Container hoch, und da, wo dieses Rotorblatt von dem Windrad durchkommt, in diesem Moment müsst ihr dann einfach die Sprungtaste drücken, sodass ihr quasi in die Luft geschossen werdet, eben mit diesem Windrad. Und wenn das Ganze funktioniert hat, dann müsstet ihr nun einfach in der Luft liegen und euer Charakter müsste automatisch immer weiter nach oben fliegen. Wie gesagt, das hat bei mir auch 3-4 Mal gebraucht, bis es funktioniert hat. Wenn es nicht funktioniert, dann fallt ihr einfach danach wieder runter. Wenn es funktioniert hat, dann bleibt ihr danach einfach in der Luft hängen. Und wenn ihr nichts macht, dann werdet ihr sehen, wird euer Charakter immer wieder ein Stück weiter nach oben fliegen. Und wenn ihr dann nach unten drückt, also nach vorne, dann werdet ihr wieder ein Stückchen runtergehen. Und so könnt ihr einfach unendlich lang in der Luft bleiben. Es ist wirklich extrem cool, um einfach mal die gesamte GTA 5 Karte zu erforschen. Ihr könnt einfach überall rumfliegen und alles machen, ihr könnt runtergehen und euch dann eben wieder hochtreiben lassen. Es ist einfach ein richtig geiler Fliegenglitch, ich feiere es auf jeden Fall. Und das Ganze ist einfach extrem einfach, ihr könnt das in 2 Minuten einfach machen, diesen Glitch. Und ich feiere es auf jeden Fall richtig. Lasst mir auf jeden Fall mal für diesen geilen Glitch ein Like da. Ich hoffe natürlich mal, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr es ist, dann prügelt natürlich immer auf den Like-Button ein. Und bis dahin, haut rein Leute, euer CrimeX.